Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich darf dich hier begrüßen zu meinem HTML5 für Einsteigerkurs. Wir sind jetzt in der vierten Lektion angelangt. Materialien findest du wie immer unter www.html5.wirlernen.at. Gehen wir also gleich in diese Lektion hinein, in diese vierte Lektion. Wir wollen uns hier das sogenannte HTML-Grundgerüst anschauen. Also ein Grundgerüst sind jene HTML-Tags, also jene HTML-Vokabeln, die wir immer praktisch bei jeder HTML-Seite, bei jeder HTML5-Seite, um genau zu sein, auch tatsächlich benötigen. Und wenn wir eine Webseite bauen, benötigen wir also immer dieses Grundgerüst und dann können wir einzelne Fenster, Dächer und so weiter, bildlich gesprochen natürlich einsetzen, also ein Text zum Beispiel, den wir bei einer HTML-Seite verwenden oder auch Grafiken und so weiter, fügt man immer zum Beispiel zwischen diesen sogenannten Body-Tags ein. Also hier ist der Anfang-Text und hier ist der End-Tag. Das kann man natürlich auch toll mit unserem Editor-Skript machen. Bevor wir uns das im Skript noch etwas genauer anschauen, noch der Verweis darauf, hier oben steht das sogenannte Doctype. Das heißt, diese Zeile hier gibt dann dem Browser, und alle HTML-Dokumente werden in einem Browser wie zum Beispiel in Firefox oder Google Chrome oder im Opera eben geöffnet, zeigen eben dann dem Browser, dass hier eben dann ein HTML5-Code kommt. Wenn diese Zeile fehlen würde, wüsste der Browser nicht, dass wir hier eine HTML-Seite in der Version 5 programmieren würden. Und auch ganz wichtig ist hier diese Angabe. Genaueres wirst du noch später erfahren, aber soweit schon jetzt. Man verwendet den sogenannten Zeichensatz UTF-8 und dieser UTF-8-Zeichensatz gehört ebenfalls zu HTML5 dazu. Das heißt, diese Zeilen müssen bei jedem HTML5-Programm verwendet werden. Schauen wir uns das an, wie wir das mit dem Scriptly machen können. Ich gehe dazu in den Scriptly-Editor. Wir haben hier gestartet, könnte jetzt hier eine neue Datei machen, klicke auf Neue Datei. Ich werde hier wieder gefragt, welche Art von Programmiersprache ich verwenden möchte, wähle hier HTML. Kann hier einen Titel einer Seite machen, zum Beispiel ja, meine Seite, nicht sehr erfinderisch, aber wie auch immer. Wähle hier HTML5. Will aus Codierung UTF-8 und klicke auf OK und habe jetzt hier zum Beispiel schon einen HTML-Grundgerüst eingefügt. Hier steht Meta-Charset UTF-8. Mir persönlich, wenn ich das jetzt hier nebeneinander lege, die Fenster, ist etwas besser, bevorzuge ich hier diese Schreibweise. Geht hier also rein, rechte Maustaste kopieren und ersetze jetzt hier diesen Bereich hier mit Meta-Charset UTF-8. Ob das jetzt dann mal vergrößern was, ob das jetzt hier eingefügt und habe jetzt hier also ein vergleichbares Grundgerüst dann mir erstellt. Und am Ende empfehle ich dir wie immer natürlich in der Lektion, in dem Fall in der vierten Lektion, die entsprechende Aufgabenstellung zu machen, damit du das, was wir in dieser Lektion besprochen haben, auch verfestigen kannst.